Ich bin ja tatsächlich so ein bisschen kaputt. Also, lustlos. Ihr habt mitbekommen, die Brille war kaputt. Ich musste sie beim Optiker lassen und erstmal reparieren lassen. Das Glas ist jetzt neu, ich kann wieder gucken. Zwischendrin war das dann so, dass mein Bizeps hier irgendwie schlapp gemacht hat. Ich gehe mal davon aus, dass ich den ja ein bisschen arg geschrubbt habe. Egal. Kleines Update, ich habe gar keine Lust gerade ein Video zu machen, also über irgendein Projekt. Ich bin nämlich dabei, so ein bisschen das gesammelte Werkzeug, was ich so habe, scharf zu machen. Also die habe ich ja schon scharf da oben. Und jetzt bin ich dabei gewesen und habe mit Essig meine Beitel, die ich noch so rumliegen hatte, wieder in einen guten Zustand gebracht. Hier muss ich noch ein bisschen schleifen. Ich habe da schon mit dem Schmirgelpapier unten mit einem 120er, ich weiß nicht, eine Stunde drauf rumgeschrubbt, bis überhaupt der ist mal mit der Maschine gemacht worden und hier unten haben sie Riefen reingehauen. Das geht gar nicht. Also der war total runter und massiv verrostet. Wenn ich dran denke, blende ich das jetzt hier ein. Und so sieht er jetzt aus. Ja, ohne Griff, weil den Griff, den mache ich gerade neu. Also eigentlich wollte ich wie der Paul Sellers aus dem billigen Griff, der, ich weiß nicht, ihr seht das alle Augenblicke in diesem großen Kaufhaus mit dem A, wo es Süd und Nord von gibt. Gibt es sowas, solches Werkzeug alle Augenblick mal. Und die haben dann diesen Griff. Und ganz persönlich finde ich den recht unschick. Und der Paul Sellers hat den einfach neu zugefeilt, hat hier unten einen Kupferring drauf gemacht und hat den oben einfach so in Holz gelassen. Das habe ich versucht. Und ich zeige ihn euch mal. Ich habe natürlich nichts vorbereitet. So weit bin ich gekommen, aber der ist in einem echt schlechten Zustand gewesen. Hier hinten der Ring, das habe ich weggemacht. Die Beule vorne habe ich weggemacht und so weiter. Und wo ich gerade so weit bin jetzt, habe ich mir gedacht, versuchst du mal einfach mit einem Schweifhobel aus einem Stück Eiche dir so ein Ding selber zu bauen. Aber wie das immer so ist, keine Kamera mitlaufen gehabt. Also habe ich gedacht, ich setze mich mal hin diese Woche, quatsch mal ein bisschen in die Kamera, zeige euch mal hier so, ja, ich bin noch dabei, es sind viele kleine Projekte. Ich habe zum Beispiel all meine Schleifsteine, das seht ihr hier, da irgendwo, da, alle meine Schleifsteine mal rausgeholt aus den Verpackungen und habe tatsächlich mal vom 240er über den 400er, 800er, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 8000er Stein. Meine ganzen Beitel, die sind hier ganz voll versteckt. Hier so, Beitel und so. Alle einmal schön richtig scharf gemacht. Und ja, richtig scharf. Ich habe hier schon kaum noch Haare. Theoretisch hätte ich mich auch rasieren können. Ja, der fehlt auch. Ist aber jetzt nicht mit dem Beitel gemacht. Der ist mit dem Rasierer weggemacht. Ich dachte, das sieht ein bisschen jünger aus. Ich weiß nicht. Egal, mir fehlt der Bart. Ja, das ist das, was ich gerade so mache. Altes Werkzeug aufarbeiten. Und ey, es gibt so viele Videos davon. Die muss ich nicht unbedingt alle noch ins Video tun. Oder interessiert euch das, wie man mit so ein bisschen Essig über einen Tag einlegen und bisschen mit Stahlwolle und so Rost wegkriegt, kann man meines Erachtens auf YouTube genug von sehen. Was ich so festgestellt habe, zu dem, jetzt muss ich nochmal nach hinten greifen, zu den billigen Beiteln gibt es einen großen Unterschied. Wo ist er? So, wenn ich mit den Beiteln arbeite, sind die
relativ schnell stumpf, habe ich so gemerkt. Und hier habe ich noch einen von Kirschen. Der sieht auch nicht mehr so toll aus, aber ich habe ihn halt mal scharf gemacht und hey, der ist verdammt scharf und der behält ganz schön lange noch seine Schärfe bei. Also, ja, es hat wohl was mit dem Stahl zu tun. Okay, kann man so sehen. Also, wer billig kauft, kauft zweimal. Sehe ich nicht so. Ich schärfe den halt zweimal oder ich ziehe ihn über mein hier Abziehleder nochmal rüber. Darum hängt das hier direkt installiert. Wenn ich da oben arbeite tatsächlich, ziehe ich mir die Werkzeuge nochmal schnell übers Abziehleder. Damit bleiben die auch immer schön fleißig scharf. Na, zwischendurch einfach nochmal so 20 Mal rübergehen und dann bleibt das eigentlich auch scharf. So oft muss man nicht nachschleifen. Ja, ich melde mich wieder, wenn ich mal ein Video fertig habe, was ein bisschen mit einem Projekt zu tun hat. Keine Ahnung, vielleicht baue ich mal einen Blumenkasten. 5 Bretter zusammennageln und mal ein Video draus. Ach nee, ein paar Löcher reinbohren. Irgend sowas werde ich noch hinkriegen die nächste Zeit. Habe ich fast vergessen. Seid ihr noch da? Ja? Okay. Ich habe mir tatsächlich noch was geleistet. Das habe ich noch überhaupt nicht gezeigt. Ich hatte mir ja diese kleinen Veritas Schwalbenschwanzsägen gekauft. Ich will immer noch Dovetail sagen. Klar, wer nur den Paul Sellers zuguckt, der lernt auch nur englische Begriffe. Aber ich habe mal bei Dieter Schmidt vorbeigeguckt und habe mir 2 richtig schöne Fuchsschwänze geholt. Und die beiden waren auch nicht günstig. Und ja, regt euch nicht auf, das ist noch eine Lackschicht. Die habe ich jetzt mit einem ganz normalen Terpentinersatz noch nicht weggekriegt. Die Sägen sind von Graves and Sons aus Sheffield, also sind in England gemacht. Sehr angenehm zu führen. Ich habe sie in 60, 63 cm geholt. Keine Ahnung, 27 Inch, glaube ich, oder sowas sind das. Ja, und was haben wir hier? Ich zeige es euch kurz. Da, sehr aggressive Zähne. Und hier auch sehr aggressive Zähne. Das Ding hier ist eine 10 TPI, 10 Zähne pro Inch für Querschnitt. Und das hier sind 8 Zähne pro Inch für Längsschnitt. Weil ich habe, es ging mir einfach tierisch auf den Keks, Längsschnitt mit einer Kleinsäge zu machen, die nicht vernünftig durchkommt. Ja, gelernt habe ich bei dem Kauf auch noch was. Ich musste mich bei Dieter Schmidt dann nochmal melden, weil ich nicht geglaubt hatte, dass diese Säge für Querschnitt ist. Ich habe nämlich mal gelernt, dass die Zähne dort anders angeschliffen sind als auf dieser Säge. Ja, habe ich gelernt, ist eine Preisfrage. Ich meine, die Dinger haben schon reichlich gekostet. Ich glaube, irgendwo um 70 Euro rum oder 80 Euro rum pro Stück. Ich weiß es nicht mehr, könnt ihr selber nachgucken. Feine-Werkzeuge.de. Wie heißen die hier? Grayson, Graves and Sons? Könnt ihr eben selber gucken. Das ist eine Preisfrage. Also hätte ich die teureren Sägen genommen, dann wären die auch anders angeschliffen gewesen. Und die etwas günstigeren, die haben nur eine andere Steilheit in den Zähnen. Also, wo der eine Zahn so runter guckt, also so schräg, guckt der nächste so runter, irgend sowas. Ich werde das noch lernen. Klar, muss ich mich ja mit auseinandersetzen. Ich kaufe ja Sägen einmal in meinem Leben. Das heißt, die Dinger durften auch was kosten. Ich werde sie mir nochmal in der kleineren Version holen. Also, das müssen nicht 60 cm sein hier. Guck mal, da verschwinde ich ja hinter. Die können dann auch gerne nochmal in irgendwo 45 cm her für kleinere Arbeiten und vielleicht nicht ganz so eine aggressive Zahnteilung. Aber ich kaufe mir das ja absichtlich nicht aus dem Baumarkt, um auch die Zähne nachzuschleifen. Weil im Baumarkt sieht man auf den ganzen Zähnen hier, die sind alle schwarz. Und das bedeutet ja, nicht, dass sie gefärbt sind, weil es geiler aussieht, sondern dass die einfach gehärtet sind. Das heißt, die werden heiß gemacht und abgeschreckt und sind somit nicht wirklich nachschleifbar. Natürlich hätte ich jetzt die Möglichkeit, bei so einer Säge mittels, wie heißen die, Schwingschleifer, also Flex, die Zähne weg zu flexen, das glatt zu feilen
und ein paar neue Zähne reinzufallen. Aber noch nicht. Also so der Profi bin ich nicht. Und so eine Klemmvorrichtung, um Sägen nachzufallen, habe ich auch noch nicht. Ihr seht, die alte Werkbank steht auch noch da. Muss alles noch. Kommt alles noch. Aber erstmal Pause. Bisschen Werkzeug aufarbeiten. Ich wünsche euch was.